Du bist ein Witz, Bruder, weißt du das? Jedes Mal die Ansage, bald kommt dein Bestes, doch lieferst dann die größte Scheiße ab. Du sagst bald kommen Texte mit Verstand, aha, interessant. Da kann ich lange warten wie Flüchtlinge beim Arbeitsamt. Heute werden deine Träume zu Staub zerfallen, denn ich weiß, du würdest gerne Vitality knallen. Boah, wie ekelhaft, ich dachte, ich hätte schon kranke Fantasien, doch keine ist so schmutzig wie diese Vitality. Dann erzählst du wieder, dass du die Bitches fickst. Mag ja sein, aber mit dem Gesicht sicherlich nicht. Ich bring dich wieder auf den Boden der Tatsachen, denn du wirst dir in 100 Jahren nicht einmal eine Vitality klar machen. Komm, Writing Press weiter, solche Zeilen in deine Runden. Dann hast du das nächste Rack-Turnier einfach überwunden. Doch was passiert, wenn du mal auf Gegner in größeren Turnieren triffst? Dann hast du nicht verloren, nee, Schuld ist die Frist. Du fährst dir mal neues Image, die Parettet oder Battle Rapper. Entscheid dich besser, jetzt in eine Sonne geht auch wieder unter. Writing Time is falling down, dein Rap reicht nicht zum Faken. Maximal als Pausenclown. Du fährst dir mal neues Image, die Parettet oder Battle Rapper. Entscheid dich besser, jetzt in eine Sonne geht auch wieder unter. Writing Time is falling down, dein Rap reicht nicht zum Faken. Maximal als Pausenclown. Neben deinen tausend Projekten noch ein Clickbait generieren. Ohne den Namen SpongeBob würden weniger sich für dich interessieren. Dann schwenkst du unser Let's Play und sagst Pokémon auf die alte Zeit. Egal wie scheiße es ist, mit jeder Scheiße generiert man Hype. Gass dich an den Klicks auf, egal wer du gerade bist. Und verstellst dich zur Klicknote wie diese Krasavitch. Du bist zwar wie ein Bruder für mich, das weißt du genau. Doch einen Bruder muss man, wenn er abfuckt, einfach verhauen. Du solltest mit der Zeit reinstecken können. Doch nach einer Niederlage fuckst du ab in jeglichen Kommentarsektionen. Ich bin krank, ich hab Burnout, ich wollte plötzlich dümmer. Wärst so dumm, dass man dir noch etwas Gescheites zutraut. Dein Aufwand wird geringer aufgrund schlechterer Gegner. One-Day-Production zu schreiben macht deine Runden trotzdem nicht besser. Doch ich muss dich mal loben, du hast die Runden gewonnen. Gegen Kids, die nicht einmal gegen Jana Kanskamatik ankommen. Bring die damals oberflächliches Gerede, ich bin fett und wissen. Okay, damit kann ich leben. Du hast mich damals geschlagen, doch heute bin ich bereit. Und es doch nicht reicht, Bruder, battlen wir zu zweit. Ich steh heute hier am Mic, hab viel zu wenig Zeit. Doch du wirst heute einfach von mir in der Luft zerteilt. Überreich mir meinen Preis, komm schon. Okay, Bruder, kein Bock mehr. Yeah, time.